So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Let's Play Dark Knight zusammen mit dem Kirano. Hallo. So, Leute, was geht's an dieser Stelle? Wir haben jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt und wie man sieht, aus irgendeinem Grund wurden die Texturen der ganzen Strukturen überarbeitet. Also, unsere Mauer, und sie funktioniert! Der kommt nicht durch! Theoretisch müsste der eigentlich auch gleich sterben. Yay! Oder? Schaffst du den? Hier ist. Greif den an. Nein. Überfordert. Okay, nicht mehr hauen, nicht mehr hauen, nicht mehr hauen, nicht mehr hauen. Weil Katzi hat fast kein Leben mehr. Jo, ich glaube, man kann gar kein Friendly Fire machen, oder? Doch, kann man. Ziemlich sicher sogar. Ich glaube, wenn ich nochmal hole, stirbt der. Warte mal, ich pfeife den mal weg hier. Warte, ich setze mich mal auf ihn drauf. Der hat keinen Sattel. Ich habe gerade den von dem anderen weggenommen. Bleib mal stehen. Okay, ich wollte nur ein bisschen wegmachen. Ich hau den mal in die Ruine, da ist er wenigstens sicher erstmal. Da kann nichts passieren. So. Oh, mitten in der Anmo. Ja, theoretisch, wir müssen halt gucken, dass der andere Panda, also hier Scar, dass der aggro ist. Weil der würde alles wegknechten. Kampfmäßig, Free Danger, defensiv, aggressiv. Okay, dein Ziel angreifen muss da stehen, dann ist er aggressiv. Kann wieder helfen. Jo, jetzt weiß ich gar nicht. Ah, wir haben schon wieder angegriffen. Jetzt können wir gleich mal gucken, ob es funktioniert. So, dunkler Geist ist schon tot. Sehr gut. Hier geht's, ja, machst du super, Scar. Und das Coole ist, der Komet landet doch außerhalb und die Sparen auch außerhalb der Mauer. Zumindest war es jetzt gerade so gewesen. Deswegen habe ich ja hier diese Kerbe eingebaut, damit der Komet nicht im Gehege landet. Richtig was? Gut. Ja, finde ich nämlich auch. Ey, wir müssen irgendwann mal, eigentlich müssten wir hochstellen, was in den Beacons, in den Meteoriten drin ist, ey. Finde ich. So, jetzt mal ein bisschen, eigentlich wäre es gemein, weil wir halt zwar in der Nähe haben, aber eigentlich, es bringt immer zu wenig dafür, dass man das Risiko in der Nähe hat. Ja, nee, keine Sorge, wir lassen das jetzt so. So, gut, ich weiß, wie gesagt, nicht, wo ich stehen geblieben bin, ich hatte irgendwas gesagt, ach ja. Da plane ich jetzt eigentlich erstmal die Bases noch ein bisschen auszubauen. Also ich würde halt gerne jetzt hier endlich eine Burgmauer hinsetzen, dann wollen wir diese magischen Turrets bauen, wo wir uns erstmal angucken müssen, wie die dann funktionieren. So dass dann nicht die Menschen einfach wieder auf unserem Dach landen können. Weil ich habe mich schon als ganz schöne Provokation empfunden, muss ich ehrlich sagen. Und ja, und dann wollen wir auch noch eine kurze Erkundungstour machen und wir wollen diesen, wie heißen die Drachen? Nidhogg. So Nidhogg wollen wir tame. Die müssen ziemlich krass sein. Ich kann das dann mal gucken bei Fertigkeiten und wenn ich dann auf Reiten gehe. Rang 7 braucht man bei Sattel, damit man den Sattel dafür herstellen kann. Also das ist quasi so mit das Höchste wahrscheinlich, was man tame kann. Oder das Gefährlichste, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie hoch hast denn du Sattelrang? Moment, ich kann mal nachgucken. Ich mach gerade Rang 6, also ich bin Rang 5. Okay. Ja, ne, dann würde ich versuchen, dass wir das irgendwie auf Rang 7 bekommen. Alles bald. So, ich hau mich jetzt erstmal auf Meerhorn und werde mal mit den Steinen und so fahren. Ne? Wir machen jetzt erstmal hier die Burg fertig und so und dann bauen wir erstmal die Turrettürme. Beziehungsweise die magischen Geschütztürme. Müssen wir mal gucken, wie die funktionieren. Achso, ich wollte mal den Wasserbrunnen angucken. Oder? Was denn den gewollt? Oh, siehst du, wenn du ins Gehege gehst. Ja, wir haben ja zwei Gehege, genau. Wir haben ja auch rechts, ist ja auch noch ein bisschen Platz. Dann. Links. Bist du genau nach rechts gegangen? Nee, ich wollte das mal kurz zeigen. Ah! Okay. 336 von 800. Okay, und dann kann ich jetzt die Flasche reintun. Und dann ist er voll. Alles klar. Okay, cool. Ja, oder wie bei einem anderen namhaften Bier hier oben. Ja. Kannst du draus trinken. Und da ist jetzt Wasser dazu gekommen, weil. Weil es geregnet hat. Weil es geregnet hat, okay. Theoretisch könnte man das also auch mit dem Fluss verbinden. Mhm. Okay. Theoretisch könnte man eine Wasserleitung bauen. Na gut. Alles klar. Weiß nur nicht, obwohl doch, wir haben ja Flugtiere, das könnte ich theoretisch auch machen. Ja, aber das hat jetzt, glaube ich, keine Priorität. Wir kommen schon klar. Wir haben jetzt auch einen Futtertrupp für die ganzen Tiere. Das ist auch schön. 62 Schafe. So, okay, dann machen wir hier mal einen Aufgang. So wollte ich es genau nicht haben.
Okay, das funktioniert schon mal. So, okay, dann... Also an die neuen Texturen muss ich mich echt erstmal gewöhnen. Weiß ich nicht, ob ich die... Also ein paar finde ich besser, ein paar aber nicht unbedingt. Auf jeden Fall. Muss hier gerade mal ein bisschen rumprobieren. Das geht auch. Die Frage ist, kriege ich jetzt hier noch ein Dach runter? Das wäre mal interessant. Okay, nachträglich geht das sogar. Sonst wäre es nicht gegangen. So, wie sieht das aus? Steindach. Ja, das ist halt ein Steindach. Ich muss mir das am helllichten Tag dann nochmal angucken. So gut, das machen wir auf der Seite auch erstmal. Weil wie gesagt, ich habe das jetzt gemacht, weil wenn ich jetzt... Ach, guck an, hier kann ich es einfach platzieren. Vorhin ging es nicht. So, alles klar. Jetzt würde ich das ja wahrscheinlich gerne noch höher bauen wollen. Ja. Dann würde ich quasi hier nochmal eine Treppe ansetzen, die hier lang geht. Das wäre ganz cool. So, oben wollen wir auf jeden Fall auch Fenster haben, da spielt sich nichts ab. Okay, also ich brauche noch 1, 2, 3 Fenster, Minimum. Wie setzen wir die denn mal an, wenn wir hier rauskommen? Theoretisch würde das eigentlich Sinn machen. So. Okay, und jetzt hätte ich gerne Treppe, machen wir die. Was war das denn? Also hier bei dir? Ja. Man sollte vielleicht nicht in den Frosch reinlaufen. Es war nur die Dummheit geschmerzt. Oh, das kenne ich. Kenne ich sehr gut. Schon wieder die Dummheit. Das hat sich schon wieder gemeldet. Okay. So, gut, ich muss mal leider das Ding hier wegmachen, weil sonst wird er mir immer die Treppe falsch platzieren. Ich hoffe, ich darf da jetzt nichts weiter passieren. Sehr gut. Und jetzt hier. Und ich könnte mal auch das so machen. Das sieht gut aus. So, hier kommt eine Decke hin. Und dann würde ich das jetzt hier gerne schließen. Theoretisch würden sich natürlich auch die Sniper-Fenster gut machen. Irgendwie. Also hier kommt unser Schlafgemach irgendwie hin. Also meine Idee. Mal gucken, für was ich Kiralo entscheide. Dein Zwergen sucht der Mann das aus. Interessant. Ne, die Sniperfenster gefallen mir eigentlich. So, hier brauche ich eine Tür, Sniperfenster, Sniperfenster, Sniperfenster und hier kommt ein Dach hin. Das Dach kann ich sogar schon mal platzieren eigentlich. Und zwar hier. Und habe ich die anderen auch dabei zufällig? Ne, hier habe ich noch welche. So, habe ich noch Dächer? Das waren Treppen. Hier sind Dächer, das sind auf Schloss 7. Ah, das wird total schön. Finde ich. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Was du zu Hause machst. So, okay. Die Sniperfenster sind halt echt komplett anders aus. Ja, das ist doof. Das Strohdach ist viel, viel schöner. Dann haben wir halt ein Strohdach. Wir machen ja kein PvP oder so. Ja, ich mach mit Strohdach, glaube ich. Ne, ich kann ja so machen, Strohdach, da schlafen wir halt und da müssen wir das halt doch abschließen.
Wo kein Strohdach ist oder so. Okay, also, schnupf hier so ein Ding rein. Eine Leiter. Ich finde es ganz gut, wenn die da ist. Eine Steinleiter. Eine feste Leiter ist das. So, und jetzt noch eine Steinluke. Die ich natürlich nicht im Inventar habe. Moment. Aber ich bin gleich fertig, das wird total toll. Ich darf das nicht so oft sagen. Wir sind alle enttäuscht. Nee, mein Kopf schafft Erwartungen. Ja, das ist ja wirklich jetzt nur das Haus. Wie cooler wird da dann die Mauer und so ringsrum? Dann ist das der Plan. So, okay, guck mal, dann ist es jetzt hier ein geschlossener Bereich. Hier unten alles, das ist quasi gut gesichert. Und hier oben kann ich jetzt wieder Stroh bauen. Das ist doch super. Was ist denn das Essen? Okay, hier wollte ich wieder ein Strohdach haben. Ich hatte eben eins gecraftet. Man kann die Tiere force-feeden. Man kann die Tiere force-feeden? Aha. Super. Das ist ja super, super. Aber nur, wenn man drauf sitzt. Okay. So. Dann brauche ich hier noch Dächer. So, und eigentlich war jetzt der Plan, hier eine Tür hinzumachen, dass man hier oben frei auf dem Dach dann rumrennen kann. Das fand ich eigentlich ganz cool, die Idee. Doch das? Okay, alles klar. So, hier brauchen wir eine Tür. Und Türen haben wir. Die habe ich da eingesteckt. Wieso ist mal alles weg? Ah, meine Ordnung hier. Unglaublich. Huch. So. Ja, mach's doch. Jetzt. Schnipp. In die Tür rein. Wow, Komet. Er ist ja wieder außerhalb gelandet. Ist irgendjemand in der Nähe? Da ist ein Skelett und er geht auf Scar. Das ist ein Fehler, oder? Scar. Ah, nee, Scar ist passiv, okay. Achtung! Skelett, du hast keine Chance gegen Scar. Ich muss einfach mal den richtigen Winkel bekommen. Okay. Lol, der bringt sogar Fell. Was? Ein Skelett? Ja, der hat Fell gebracht gerade. Witzig. Aber freut mich, dass die Kometen außerhalb landen. Das ist auf jeden Fall gut. So, dann mache ich euch mal wieder auf aggressiv auf jeden Fall. Njip, njip. Und dich genauso. Hier vorne, das wollte ich ja auch noch umbauen, fällt mir gerade ein. So viel zu tun, ha? Ja. Ja, also es werden jetzt halt mal ein paar Baufolgen dann, wie es aussieht. Aber so ist das halt. Warte mal, hier kann ich auch gleich eine Tür reinsetzen. Oh, mehr Hund! Bist du hier drinne? Moment. Und ich kann euch nicht bewegen. Ihr seid alle überladen dann, so wie es aussieht. Egal, ich wollte eigentlich hier nur eine Tür reinplatzieren. Und hier genauso. So, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das besser finde, jetzt die neuen Texturen. Interessiert mich, wie das davor ausgesehen hätte. Wir müssen mal die Tiere, warte mal, ich mach mal hier Follow. So. Mal ganz kurz aufpassen. Jo. Also die Schafe, die fühlen sich schon ganz wohl hier. So. Okay, was brauche ich denn jetzt noch, um das zu Ende zu bauen? Fenster noch rein. Ah, hier müssen wir ein Dach rein. Stimmt. So. Na. Gefällt mir eigentlich erstmal ganz gut. So. Hier müssen wir auf jeden Fall noch eine Terrasse dann hinsetzen. Das kommt auf jeden Fall auch noch hin. Und
natürlich Fackeln und alles. Und das hier würde ich gerne eins weiter nach vorne bauen. Das war dumm, glaube ich. Oh nein, komme ich nicht mehr weg. Doch, komme ich. Wollen wir uns eins weiter nach vorne bauen? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es leider nicht, wie rum gerade. Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Jawohl. Ich leg mich jetzt erstmal schlafen. Weil sonst sterbe ich gleich. Schlaf gut. Danke. Soll ich mich dazulegen? Nein, gerade nur ist noch nicht fertig. Nein, jetzt hab ich ja Fehl reingetan, das wollte ich eigentlich gar nicht. Sonst hätte ich gerne hier eine Tür noch. Sehr gut. Und die hätte ich jetzt auch gerne eine Tür. So, hier. Sehr gut, so habe ich es mir vorgestellt. Dann kommen wir noch Türen rein. So, und jetzt würde ich einfach die Front eins nach vorne, ist eigentlich schon ganz gut, wenn man hier so ein Vording hat. Ja, da müssen wir überlegen, wie wir das machen. Aber ich mag das halt nicht, dass das Dach hier so weit, dass das so hinten ist. Ich hätte das eigentlich lieber gerne mal da vorne. Ja, erschreck mich doch nicht so. Bist du, ne? Okay. Ja, ich guck gerade. Ah nein, das sind ja die. Zwei. Ja doch, mit denen können wir eigentlich auch arbeiten. Ja doch, das gefällt mir. Also wenn da steht, Aggression weiterleiten zu deinem Ziel angreifen, ist er aggressiv, ja? Nee, du musst einfach so lange durchswitchen, bis du halt da geklickt hast auf aggressiv. So, ich hab's schon auch schon wieder vergessen. So, das hier. Okay. Theoretisch könnte ich auch mal wieder so kleine Häuschen bauen. Dann könnte man auch ein bisschen hier im Freien mal auf der Mauer rumrennen. Das wäre auch ganz schön. Finde ich. Ja, da ist immer nur dieser Adler am Wasser. So, okay, und hier müssen dann halt Decken hin. Und dann eine Treppe hoch. Logischerweise. Okay. Du levelst Scar auf Angriff, oder? Wie bitte? Du levelst Scar, oh Gott, ist das schwierig, du levelst Scar auf Angriff, ja, oder? Ja, genau. Okay. Hier werde ich bei Gelegenheit auch noch einen Ausgang machen. Oder noch eine Tür. Okay, wo habe ich denn jetzt die Decken gestellt? Hier habe ich die Decken gestellt. So. Ne, also es wird halt wirklich wie eine Burgmauer. Von hier aus kann man dann wunderbar verteidigen. Durch diese Bogenschützenwände dann. Zumindest wenn sie mit Landbestien kommen. Wenn sie mit Flugbestien kommen, dann muss man dann jetzt gleich die magischen Türme aufstellen. Und am Ende sieht das sogar noch halbwegs gut aus. Soll ich die Steine in die Werkbank packen?
Jo, mach mal bitte. Okay. So, hab ich noch Treppen? Hab ich hier, ich meine, da könnte ich ja schon mal hochbauen. Das hätte ich ja gar nicht so, glaube ich. Geht nicht. Warum auch immer. Da ist irgendwas drinne. Ach, das ist eine Fackel, deswegen geht das nicht. Jetzt müssen wir die Fackel abreißen. So. Und jetzt hier kommen überall noch Decken, ne? Kann man quasi wunderbar dann hoch. Ja. Was? Okay, keine Ahnung, wo der die andere jetzt hingebaut hat. Ah, das ist wie ein Burgwall. Das ist doch super. So, hier hätte ich auch gerne eine Treppe. Theoretisch können wir die aber auch einfach. Warte mal, hier kommt man raus. Ja, nö, dann finde ich schon okay, wenn das hier irgendwie so. Können wir so machen? Können wir so machen? Können wir so machen? Können wir so machen? Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Okay. So, hier muss dann noch eine Tür hin. Habe ich zufällig eine Tür einstecken? Leider nicht. So. Wir müssen auf jeden Fall auch überall Fackeln hin. Ich habe ganz viele Fackeln gemacht, die sind in der Strukturenkiste. Ja. Okay. So, hier muss auch noch eine Tür hin. Oh, es ist dunkel. Ein Fehl machen. Man sieht halt echt gar nichts gerade, ne? Jetzt sieht man nicht was. Ah, das krasse ist wirklich wie ein Burgmauer jetzt hier schon. Moment, Tür. Du baust einfach Burgstrukturen ohne Burgstrukturen. Ja, die Burgstrukturen kommen ja noch. Ja. Du musst alles hier umbauen dann. Ja. Wahrscheinlich werden wir dann einfach uns irgendeinen schönen Hügel aussuchen und da neue Burgstrukturen hinsetzen. Ah, das ist voll schön, auch mit dem linken Hof, mit dem links, der links hier der Hof, auf der linken Seite. Auch schön. Ich probiere mal aus, die Fackeln. Dass die Vögel weit genug wegstehen jetzt vom Bauen. Jo, ich glaube fast, dass ich lieber mit den Wandfackeln arbeiten würde. Das würde hier viel, viel cooler aussehen. Als mit den Stehenfackeln. Die Stehenfackeln kann man wirklich so ins Gehöft reinhauen. Das finde ich ganz geil, die Idee. Damit die Feinde sofort sehen, wo unsere Tiere sind. Ja. Aber es würde auch super aussehen nebenbei. Also unsere Tiere würden einfach super aussehen mit Fackellicht. Ja. Mal gucken. Unsere Super Saiyajin-Tiere. Oh, das geht aber schlecht hier rein. Hier muss ich noch eine Treppe hinbauen. So, man sieht. Kommt der nicht durch. Puh, sehr gut. So, guck mal, Pirali. Piralo. Ja. Kannst hier hochlaufen. Wenn die jetzt angreifen, können wir von hier aus dann runterschießen. Mit Dunkelfeilen. Ja, gut. So, hier wollte ich noch einen Zugang zur Hütte machen irgendwie. Wobei, geht eigentlich auch so in der Zwerge. Brauchen keine Tieren. So, hier. Kannst du ja mal runterkommen? Ohne? Muss eine Rolle machen. Und hier hast du wirklich wie so ein Burggemäuer. Und hier kommst du auch noch durch. Gott sei Dank. Krass. Und links musst du auch mal gucken, das ist eigentlich auch ganz cool. Hier muss ich noch Treppen hinbauen, weil sonst kommt mir scheiße. Am liebsten hätte ich ja überall hier so Wandfeuer, Wandfackeln. Ja, cool. Ja, genau, und hier der Hof hier halt, ne? Das ist eigentlich auch ganz cool. Auch gemütlich. Kann man auch noch was machen. Oh, schade, dass man hier nicht durchkommt. Das wäre geil. Das wäre voll der Geheimausgang. Komm mal auf den Hof hier rüber. Ich hätte mal vor, man könnte. Hier kommt man leider nicht durch. Das wäre übelst der Geheimausgang, ey. Ja. Wir sind stimmt. So groß, wir hätten es kleiner machen müssen. So, aber voll der gute Hof hier. Aber wir haben ja sogar Dunkelstein in unserem Vorhof. So sieht's aus, genau. Guck mal, hier siehst du auch Dengi, ne? Und hörst du ihn auch? Ja, hörst du ihn auch, ja. So. Ja, theoretisch könnte man halt auch noch einen Zugang machen, irgendwie zu den Häusern hier. Also ich hätte irgendwie gerne noch einen Zugang zum Haus. Das wäre eigentlich ganz cool. Muss man mal gucken. Und hast du dir das schon angeguckt, warte, wenn du jetzt hier ins Haus gehst? Und hier die Leiter hoch. Dann hier würde ich unser Schlafgemach hinmachen. Ne, so ganz gemütlich hier mit Dach schrägen und so. Oh, schöner Ausblick. Ja,
Balkon wäre noch gut, ne? So, und guck mal, jetzt geht's hier hoch. Und dann kommst du direkt auf das Dach quasi drauf. Ah, cool. Hier hat man ja dann auch eine ganz gute Sicht, ja, auf die Leute. Hat man, du kannst ja auf dem Dach rumrennen, wenn du willst und so. Kann man hier reinspringen? Ne, kann man nicht. Ja, ob ich das jetzt noch überdache, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird dann zu dunkel. Ich glaube, ich lasse das so. Kann ich hier oben hinbauen? Geht das? Hm. Ja, da oben macht das jetzt nicht ganz so viel Sinn, glaube ich. Weil sieht ein bisschen aus wie... Warte mal, wie würde das aussehen? Sieht das von außen aus? So schlecht finde ich das gar nicht. Die Zäune sind ja witzig. Ah, hier, guck mal, hier ist ein Zaun super, damit man nicht runterfällt. Jetzt kriege ich hier keinen hin, mit dem scheiß Tor. Das Tor macht jetzt nicht mal weg. Lass mal. Voll gut. So. Danke. Meine kleine Nervensäcke. Joa. Sieht doch gar nicht so scheiße aus. Es geht halt noch so ein bisschen unter in diesen ganzen Ruinen und so weiter. Aber ich finde es halt ganz geil, wie das damit verknüpft ist, muss ich ehrlich sagen. Ah, wir müssen jetzt unbedingt noch Drachen und so zählen, damit wir unsere Basis auch wirklich verteidigen können. Ja, stell dir mal vor, dann haben wir halt so eine Burgbasis und auf den Zinnen sitzen Drachen. Ja, ich meine, Burgstrukturen schalten wir auch noch frei. Das kommt ja irgendwann alles. Also danach kommt erstmal Metall, da werde ich mich wahrscheinlich jetzt ruhig halten. Ich werde es mir mal kurz angucken oder so, aber ich bin ja vor allem auf die Burgstrukturen dann extrem gespannt. Ja, müssen wir überall noch Fackeln machen und so, dass dann schön Licht ist und so weiter.